Auch wenn es nicht aussieht, beschäftigen wir uns heute mit einem Designelement, vielleicht sogar für eure Küche. Denn in diesem Video geht es um ein Designelement, was ja in unserem Fall über einer Kücheninsel platziert wird. Und zwar handelt es sich um die Spazio, eine Umlufthaube aus dem Hause Falmec. Ja, und da Design auch funktional sein darf, packen wir dieses ja doch etwas größere Paket gemeinsam mit euch aus und dann bekommt ihr auch gleich noch einen Einblick in die Qualität oder in die Verarbeitung von Falmec. Und bei dem Video wie immer viel Spaß! Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und einer guten Küche gehört natürlich auch ein Dunstabzug. Wichtig dabei ist ein Dunstabzug, der auch funktioniert und den Namen Dunstabzug tragen darf. Meiner Meinung nach. Denn da gibt es ja auf dem Markt die ein oder andere Dunstabzugshaube, das ein oder andere System, was ja nicht wirklich funktioniert. Aber wir haben heute hier noch vor uns liegen ein System, was sehr gut funktioniert. Denn wir haben hier eine Umlufthaube aus dem Hause Falmec. Und wir haben hier ein System, was mit einem Zeolithfilter arbeitet. Denn wir haben hier eine Umlufthaube, wir haben einen Zeolithfilter. Und ja, was macht der Zeolithfilter? Der Zeolithfilter nimmt Feuchtigkeit auf. Das habe ich euch auch in dem einen oder anderen Haubenvideo schon mal erklärt. Der eine oder andere kennt das vielleicht auch aus den Geschirrspülern, denn aus dem Hause Siemens, Bosch, Neff gibt es ja die Möglichkeit, auch Geschirrspüler mit Zeolith zu bekommen. Und wenn man jetzt einfach mal ein Stück weit schaut, was macht eine Ablufthaube? Eine Ablufthaube bringt ja die feuchte Luft nach außen, also aus dem Raum raus. Und das Gleiche im Prinzip macht hier unser Zeolithfilter. Dann kommt noch ein sehr umfangreicher Metallfettfilter dazu, der natürlich dann in der Spülmaschine gereinigt werden kann. Aber bevor wir soweit sind und bevor die Haube funktionieren kann, darf die Haube natürlich logischerweise geliefert werden, ausgepackt werden und das machen wir gemeinsam jetzt mit euch. Ich habe es mir wirklich ehrlich gesagt verkniffen, diese Haube jetzt hier ins Bild rein zu schieben, zu machen, zu tun, denn wir haben hier die Spazio 180, das heißt, die ist in Summe 1,80 Meter lang. Aus dem einen oder anderen Video kennt ihr die etwas kürzere Variante, habt ihr an der Küchentour schon mal gesehen, beziehungsweise auch bei uns in dem Video, wo es um die Ausstellungsküche ging. Ja, also die Spazio 1,80 Meter und die komplette Verpackung hat ein Gewicht von rund 78 Kilogramm. Also da ist schon ein bisschen Material und natürlich auch ein bisschen Verpackung dahinter. Dann haben wir hier, das ist ergänzend, das ist Zubehör. Das ist nicht im Standardlieferumfang dabei. Wir haben es aber für euch mitbestellt, beziehungsweise für unsere Kunden. Und zwar haben wir hier noch das Indoor-Gartenset dabei. Das besteht aus einer Pflanzenleuchte und zwei Metallschalen, die ihr dann natürlich logischerweise bepflanzen oder mit euren Küchenkräutern bestücken könnt und gibt nochmal ein ganz eigenes Flair in der Küche. Ihr habt das ja bestimmt auch schon in dem einen oder anderen Bild bei uns gesehen. Also wirklich sensationell. Aber jetzt lange genug geredet. Ich werde jetzt einfach mal hier die Packbänder trennen. Die blauen Packbänder halten das Ganze mit der Palette unten drunter zusammen. Dann können wir das Indoor-Gartenset erstmal beiseite stellen und fangen mit der Haube an. Und da haben wir hier auch noch natürlich unsere Bänder, die den Karton zusammenhalten. Auch die entfernen wir hier kurz. Der mag gerade nicht. Und dann schauen wir einfach mal rein. Die Spazio selber vom Design her sehe ich persönlich entweder in sehr modernen Küchen, weil da hat man einen super Kontrast, denn die Haube ist ja eher im Industriedesign, im Industrial Design angelegt. Und das Ganze kann natürlich auch super gut funktionieren, wie ihr es auch schon mal bei uns in der Ausstellung gesehen habt, beim Kunden gesehen habt. In einer Landhausküche ist auch der Küchentyp, wo wir diese Haube am häufigsten mit einplanen, beziehungsweise dort an der Stelle die Kunden auch am ehesten begeistern können. Und ja, dann lüften wir mal das Ganze und sehen, haben wir schon einen doch sehr stabilen Karton, sehr stabile Kartonage. Was darf nicht fehlen, klar, Beschreibung. Die packen wir schon einmal direkt weg. Und hier schauen wir jetzt mal, wie wir das Ganze
ausgepackt kriegen. So, wir haben ja natürlich mehrere Elemente. Alles auch ordentlich sehr gut verpackt. Falmec ist übrigens, wer das noch nicht von euch weiß, ein italienischer Hersteller, der ja hauptsächlich Hauben herstellt, aber mittlerweile auch richtig sehr tolle, schöne Designelemente für die Küche. Natürlich alle aus Metall. Und das Metall an sich ist auch von der Verarbeitung her sehr, sehr gut und auch von den Materialstärken doch ein etwas, merkt man ja auch schon am Gewicht, stabileres Design. Und ja, jetzt brauchen wir das Messer, weil wir haben ja alles gut verklebt. So, da haben wir zum einen hier die Hängegestelle. Die Hängegestelle sind teleskopierbar. Wir haben insgesamt drei solche teleskopierbaren Gestelle, wo die Haube dann dranhängt. Übrigens, wenn ihr das Ganze natürlich als Insellösung an eure Decke bringt, beim Gewicht dürft ihr darauf achten, dass natürlich auch eure Decke eine entsprechende Verstärkung hat. Da empfehle ich euch auch nochmal unser Trockenbau-Video, wo wir genau auf so eine Thematik nochmal eingehen, damit natürlich auch alles super perfekt vorbereitet ist. Wie gesagt, wir haben insgesamt drei solche teleskopierbaren Aufhängungen und schon wieder festgeklebt. Also hier wirklich alles sehr gut, sehr sicher verpackt. Und eine Aufhängung dieser drei ist dafür da, dass dort auch das Kabel, also der Strom, durchgeführt werden kann, dann zu unserem Haubenmodul. So, packen wir das. Hoppala. Herbst, Blätterfallen. Können aber auch daran liegen, dass das halt alles ein bisschen gebrochen ist. So, dann haben wir hier noch ein paar kleinere Elemente. Ja, was haben wir denn hier? Hier haben wir einmal funktionales Tablar, wo man halt Gewürze, Ähnliches oder kleine Ölflaschen draufstellen kann. Man kann aber auch hier das Ganze als Tablet-Halter nehmen. Davon haben wir insgesamt 2 Stück im Lieferumfang enthalten. Natürlich haben wir auch ein bisschen Glas verbaut und das ist natürlich mit eines der schwersten Bestandteile. Und zwar mal hier die Sicherheitsglasscheiben in Rauchglas, passend zu dem schwarzen Design unserer Haube. Die sorgen natürlich für das passende Ambiente im oberen Bereich. Also die Glaselemente sind im oberen Bereich der Haube, geben dem Ganzen nochmal ein besonderes Flair. Und dazu sei gesagt, wir haben das auch schon so gelöst, dass, ja, weil unsere Kunden das Glas nicht mochten, haben wir dort einfach Plattenmaterial integriert aus Design oder aus Dekorvarianten, die wir in der Küche eh schon verbaut hatten. Also da könnt ihr mit eurem Planer auch das Ganze noch ein bisschen individualisieren. So, dann haben wir natürlich das ganze Paket, Schrauben, Dübel, Zubehör und Fernbedienung. Ganz wichtig, ihr könnt die Haube einmal über die Druckknöpfe bedienen und zum anderen auch über eine Fernbedienung, weil wenn ihr doch dann eine etwas größere, höhere Decke habt, dann könnt ihr natürlich auch das Ganze über Fernbedienung bedienen, denn ist ja nicht jeder so groß wie in dem Falle ich. In der Regel komme ich immer ran. Aber es soll ja auch die Fälle geben, wo man das nicht kann oder nicht so bequem, dann nimmt man halt an der Stelle die Fernbedienung. So, jetzt haben wir uns dem ganzen Kleinkram-Montage-Teil gewidmet und dann ist die erste Ebene unseres Kartons auch schon leer. Und dann schauen wir einfach nochmal ein Stück weiter unten rein. Jetzt wird es langsam voll hier draußen. Ja. Und dann haben wir hier natürlich auch super eingepackt das Haubenmodul an sich. Und das Haubenmodul ist quasi in 2 Bestandteile geteilt. Einmal die ganze Lüftereinheit, wo wir die Metallfettfilter haben, wo wir unseren Motor haben. Hier sei gesagt, dass der Motor quasi die Zirkeltechnologie von Falmec hat. Das heißt, unser Motor arbeitet nicht wie die meisten Hauben so, sondern unser Motor arbeitet so, beziehungsweise das Lüfterrad läuft so. Hat den folgenden Hintergrund. A, habe ich eine geringere Bauhöhe. Somit sieht das Ganze natürlich auch ein Stück weit filigraner aus vom Haubenkörper. Und zum anderen haben wir hier natürlich auch eine Strömungsoptimierung, denn durch diese Bewegung haben wir ein geringeres Laufgeräusch, beziehungsweise
Windgeräusch ist ja bei einer Haube nicht ganz uninteressant. Und zum anderen erzeugt die Haube dadurch einen kleinen Zyklopen, der dann halt vom Kochfeld nach oben in die Haube geht. Ja, und dann haben wir noch die zweite Hälfte unserer Haube. Und die zweite Hälfte ist die besagte Wanne, wo dann das Indoor-Gartenset installiert werden kann. Ja, und wie das Ganze fertig montiert aussieht und was ich jetzt mit dem Metallfettfilter und dem Zeolithfilter und Haubenlüfterrad alles gemeint habe, böhmische Dörfer vielleicht für euch, gucken wir uns deswegen nochmal an der fertig montierten Haube an. Ja, hier bei uns die 1,30 Meter Haube oder 1,30 Meter Variante eingebaut. Wir haben hier das Indoor-Gartenset eingebaut. Hier nochmal die einzelnen Bestandteile, also sprich die Pflanzenleuchte an der Stelle und die Metallbehälter, die ihr dann für euch entsprechend bestücken, bepflanzen könnt oder halt eben quasi die Kräuter reinstellt. Unser Exemplar hat noch ein paar Hakenleisten, hat hier den Papierrollenhalter, auch eine ganz praktische Geschichte, also das, was, denke ich mal, schnell auch mal griffbereit sein sollte, hier im Kochbereich, das ist auch hier an der Haube gleich direkt mit integriert. Und was die wenigsten wissen bzw. kennen, da machen wir gleich nochmal ein Schnittbild mit rein, denn wir haben ja hier in unserem Bereich noch Steckdosen eingebaut. Und da wir ja einen Tablet-Halter haben, haben wir natürlich dann auch hier gleich passend dazu die USB-Stecker. Also Berührstab, Handy, alles findet hier seinen Platz, bzw. Tablet, wo dann die Rezepte drauf zu finden sind oder halt eben auch über die jeweilige App, die euch beim Kochen unterstützt. Ja, und was ist jetzt nun mit der Lüftung? Klar, wir öffnen jetzt einfach mal hier unsere Haube. Wir haben hier den Metallfettfilter. Die sind auch an der Stelle in Schwarz gehalten, passend an das Design der Haube. Hier auch die Druckknopfleiste, die ich da angesprochen habe, unsere Fernbedienung. Und dann sehen wir hier schon unseren flachen Lüfter, beziehungsweise unser flaches Lüfterrad. Und um das Lüfterrad sind nochmal zwei Öffnungen. Die werden wir jetzt mal kurz lose schrauben, damit ihr auch seht, was sich hier dahinter verbirgt. Gehört meiner Meinung nach auch dazu, dass wir nicht nur ein klassisches Unboxing machen, sondern nochmal direkt ein Stück weit in die Haubentechnik eintauchen. So, dann haben wir hier unsere Abdeckung, unsere Schräubchen und einfach dran ziehen, denn magnetisch gehalten sind hier unsere Filter. Da haben wir zum einen die Seite mit der Aktivkohle, die ist schwarz gehalten. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die weiß gehalten ist, hat weiße Kügelchen. Das sind unsere Zeolithkügelchen, die dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit aus dem Phrasen rausgezogen wird, in den Kügelchen gespeichert wird und dann natürlich mit, wenn man diese regeneriert im Backofen, dann bei 200 Grad wieder getrocknet bzw. gereinigt werden. Ja, und das war's schon hier zu unserer Haube Spazio. Hier jetzt montiert die 1,30 Meter, im Unboxing die 1,80 Meter. Ihr habt das Zubehör gesehen, habt das Gartenset gesehen und wie ich finde, eine Haube, die nicht nur vom Design geprägt ist, sondern auch von vielen praktischen Elementen, wie zum Beispiel der Steckdose, den verschiedenen Ablagemöglichkeiten und natürlich auch dem kleinen Kräutergarten über der Kochstelle. Ja, wenn ihr weitere inspirierende Videos von uns sehen wollt, empfehle ich euch die Links. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchen-Logo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.